Herzlich willkommen zurück zu Crystallis und wir haben in der letzten Folge den dritten Wächter, nenn ich's mal, besiegt und wir sollen jetzt zu Carmine vordringen. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, dass der Weg dorthin nicht allzu schwer wird. Und das klingt schon extrem einladend hier. Ja, genau deswegen. Oh Gott, was seid ihr denn? Oh Gott, jetzt kriege ich hier aber nochmal alles aus Maul. Oh Gott. Oh Gott, ich werde das nicht überleben. Kein Ding. Ach, Spinnen. Oh ja. Jetzt kommen Gegner, die habe ich noch nie gesehen hier. Oh, geht doch alle weg. Geht doch alle. Sterben. Ihr seid schon tot? Ach so. Ja, gut. Dann, macht was anderes. Aber geht mir nicht auf den Nerven. Ich gehe jetzt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig gehe. Oh, jetzt kriege ich echt alles nochmal gegen die Ohren. Hallo. Könnten Sie sich beeilen und das Schwert aufladen? Dankeschön. Ich glaube, ich gehe richtig. Ich hoffe, ich gehe richtig. Oh, geh weg, Motten. Ich werde Magie brauchen gleich. Ich sehe es schon kommen. Kommt hier eine Plattform? Bitte? Danke. Mach mal die. Achso, ist aus. Okay. Hep. Plattform. Hallo. Plattform. Dankeschön. Dalala. Oh, ich glaube, ich gehe falsch. Das kann doch nur verarscht sein hier. Hep. Kriege ich irgendwie einen Herb am Ende oder so? Oder der andere Weg wäre leichter. Was? Was bist du? Hey, it's me. I was stupid and was hit by Carmine. In order to recover, I need the ivory statue. It's in a room downstairs. Use the hole over there. Schleim. Möchte ich speichern? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee. Nein. Nein. Möchte ich nicht. Warum? Weil ich sterben werde. Ich möchte speichern. Nur damit ich das für euch besser wiederholen kann. So, wenn ich mir das so recht überlege, ist das jetzt doch für die Aufnahme praktischer. So. ja, ich gehe ganz viele Treppen runter. Und ich bin in einer Höhle. Hallo Höhle. Ich denke, hier bin ich falsch. Sehr, sehr falsch. Ich glaube, da muss ich noch nicht lang. Also, das sah nicht aus, als ob ich da drüber springen könnte. Das sah gefährlicher aus als das. Über was ich sonst springe. Ja, ich weiß, dass du da stehst, Schleim. Du brauchst mir jetzt auch keinen erzählen. Dankeschön. Ernsthaft? Hallo. Ach, ich muss mit ihm reden. Gott. Hier geht's runter. Das sind Stacheln, über die man springen kann. Die mir sofort wehtun. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Und überall ist so ein Schleimvieh. Die Feuerspucken. Geh weg. Danke. Geh weg. Hä? Laufe ich im Kreis? Oh Gott. Labyrinthe. Ich mag Labyrinthe. Nicht. Geh weg. Geh ich jetzt zurück? Ja, geh ich. Nein, da möchte ich nicht hin. Das wird wieder eine... Ich finde den Weg nicht voll... Folge. Ich möchte da auf die Treppen, glaube ich, habe ich das Gefühl, da so auf die Brücke. Also muss ich doch an ihm vorbei. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Hallo. Na, ich glaube, ich sollte euch paralysieren. Das wäre einfacher. Ist das der Weg? Ja, das ist der Weg. Nee. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ach so, das ist so... war ich hier schon? Ich habe keine Ahnung. Hier sieht alles gleich aus. Alles gleich. Was war das? Es hat Bumm gemacht. Ich habe keine Lust, hier durchzulaufen. Nein. Hep. Schneller. Ich habe keine Zeit. Nein! Aua. Ich gehe jetzt hier oben lang. Hallo, Eidechse. Die mich vergiftet hat, was ich jetzt voll gebrauchen kann. So. Oh, hi. Gehe ich hier mal durch.
Das kenne ich. Das müsste ich noch hinkriegen. Moment. Kommt am Ende wieder eine Wand, die Feuer spuckt? Nein. Aber ein Gegner. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was macht die? Nix was machst du? Macht auch nix. Nein. Ich will die doch nicht wegschmeißen. Bestimmt voll das Quest-Item und ich will die wegschmeißen. Speichern? Nicht speichern? Ich will speichern. Ja, möchte ich. Da, bitte. Danke. Aha. Welcome, Navy. I'm Carmine. Dragonia's finest. You must be tired. So rest forever in darkness. WTF. WTF. Wie tue ich dir denn weh? Mit Blitz tue ich dir schon mal weh. Und du bist gar nicht so schwer. Wenn man dein Muster kennt. Was ich nicht kenne. Oh. Und wenn man Heilung dabei hätte, ganz bestimmt auch. Und was... Wenn man wüsste, was du noch so machst. Hey, ja, ich lade sofort. Sag nix. Habe ich da gespeichert? Ja, gut. Gut, nochmal. Kann ich mich irgendwie besser darauf vorbereiten? Nicht wirklich. Bow of Moon. Ja, ich weiß nicht, den kann ich ja irgendwie nicht benutzen. Oh, ich habe jetzt keine Magie mehr. Ist jetzt ärgerlich, dass ich nicht zurück kann. Egal, machen wir es nochmal. Ich muss da eigentlich nur gut ausweichen. Ich weiß ja jetzt... Oh ja, ich weiß ungefähr, wie die Kugeln fliegen und laufe in die Kugeln rein. Das kann ich nämlich gut. Und in ihn reinlaufen kann ich noch besser. Das kann nämlich nicht jeder. Das muss man nämlich erst gelernt haben. Oh Gott. Bei mir, weil ich bin der Meister darin. Ich versuch's nochmal, weil das ist nicht schwer. Das ist machbar. Ich weiß nicht, ob man die Maus sieht. Ich glaube nicht, weil Fraps nimmt die Maus nicht auf. Hoffe ich. Ich hoffe, ich hab's aus. So, nochmal. So. So. Oh, jetzt habe ich nur einen schwachen Schuss abgelassen. Das wollte ich nicht. Es ist gut, dass er so weit streut. Das erleichtert einiges, wenn man denn schlau ist. Und ich bin nicht schlau. Wie man vielleicht sieht. Oh Gott, jetzt habe ich gegen den Tisch gehauen, weil ich die Hand immer hebe, weil ich den Controller so weg vom Mikro halte. So unterm Tisch. Und jetzt kriege ich den State nicht geladen. So, und jetzt habe ich aus dem Spiel geklickt. Oh, das ist eine tolle Aufnahme. So. Versuchen wir es nochmal. So, bam. Bam. So, einfach mal auf die Kugeln konzentrieren, weil er bewegt sich. Ich habe geschossen. Wieso schießt du? Wenn sowas passiert, hat man schon wieder voll Bock auf den Kampf. Wisst ihr das? Danke. Ich habe eine Idee. Kann man sich bei dem unten in der Treppe verstecken? Das hat bei Kelbeske teilweise auch geklappt. Bei dem ersten, wo ich so Probleme hatte. Aber ich glaube nicht. Die glitschen, glaube ich, dadurch. Geht das? Wenn ich mich hier unten verstecke? Zumindest müsste er dann nicht hier runterkommen können. Oh Gott. Wenn ich dann hier unten noch aufpasse, könnte das... Okay, er kann runter. Scheiße. Aber er kommt nicht so oft runter. Das ist vom Vorteil. Und die Kugeln kommen auch nicht so oft runter. Au. Ja. Hallo. Oh, ich bin ein lila Schleim. Hallo. 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 Moment mal. Dafür habe ich die bekommen. Alles klar. Ja, das war schön. Mit dem lila Schleim war ja cool. ja, versuchen wir es nochmal. Mit der Häschen-Taktik nenne ich es mal. Ich verstecke mich einfach unten in dem Loch da. Ich habe das Schwert nicht geladen. Warum mache ich sowas? So. Wenn ich mir Mühe gebe, könnte das sogar hinhauen. Wenn ich jetzt ausweiche, könnte das sogar noch besser hinhauen. So. Er hat ein festes Bewegungsmuster. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Ja, und die Kugeln auch. Hallo, Schleim. Ja, ich kann mich ja verwandeln. Hätte ich gewusst, dass ich, au, so lange ein Schleim bleibt, hätte ich mich vorhin sofort zurückverwandelt. Ich dachte, es bleibt nur kurz und ich treffe nicht mehr. Das war doof. Das war doof. Oh, Moment, ich kann mich auch hier oben verstecken. Oh, was war das denn? Auf einmal schwenkt er nach links. Ich glaub's nicht. Und nochmal.
Diesmal laden wir das Schwert aber sofort auf. Das ist nicht schwer. Ich stelle mich nur wieder doof an. Es wird wieder so ein Kelbess-Kampf. Ich sehe es schon kommen. Und jetzt darf ich nicht im Loch sein. So. Jetzt auch nicht. Jetzt geht er da oben links hin. Schießt. Oh. Ich darf hier oben nicht so viel rumtanzen. Und ich sollte treffen. Ah, das war doof. Das war doof. Das war doof. Und ich treffe ihn wieder nicht. Ich muss aus dem Loch raus. Oh. Muss man sein Muster mal besser einprägen. Teilweise habe ich es ja schon drin. So den Anfang. Aber ich habe das Schwert nicht geladen. Warum mache ich sowas? Wieso gehe ich einfach so doof in den Kampf? Vorbereitung braucht kein Mensch. Ich bin episch. So in etwa. Oh, ich vergesse immer, dass er so noch krass nach links schwenkt. Habe ich ihn jetzt getroffen oder nicht? So, seinen komischen... Lass mich in Ruhe. Mama. warum tue ich mir das Spiel nochmal an? Ach ja, ich habe da so eine Wette verloren. Verdammt. Ah, okay. Und nochmal. Warum stelle ich mich nicht ins Loch? Ach ja, da war was. Oh. Weil es nichts bringt. Zumindest da jetzt. Oh, gut. Jetzt muss ich hier weg. Oh, diese doofe Wellenbewegung, die er da reinhaut. Bringt mich jedes Mal aus dem Konzept. Oh. So. Oh. Wenigstens hauen die Kugeln ab, wenn sie da unten ins Loch reinfliegen. Jetzt hat meine Tür geklingelt. Einen Moment. So, da bin ich wieder nach einer kürzeren, längeren Pause. Und ich werde jetzt bestimmt sterben, weil ich jetzt nicht mehr in den Kampf reinfinden werde. Oh Gott. Puh, ein bisschen außer Atem, weil ich musste meinem Vermieter dabei was helfen und unnötig. Aber naja, was willst du machen? Und irgendwie macht er jetzt nur noch seinen komischen Zauber. Jetzt doch nicht mehr. Schade. Ich scheine ihn aber schon irgendwie in seine zweite Phase gebracht zu haben. Ja, das war's. So. Laden bitte. Versuchen wir es nochmal. Wenn ich es gleich nicht schaffe, werde ich mich irgendwie auffüllen müssen gehen. Tun, tun, offscreen aber. Und ihr seht dann in der nächsten Folge hoffentlich den Sieg gegen Carmine. So, ja, das war voll schlau. Eigentlich müsste ich das ja schon raus haben, wie ich den Ringern ausweiche, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's heute überhaupt nicht hin. Vor allem jetzt nicht, weil ich irgendwie raus bin und nicht mehr reinkomme. Ich beende am besten erstmal die Folge. Wir sehen uns, öffnen, ja. Beim nächsten Mal, ich beende hier, bei den ballernden Dingern hier. Bis zum nächsten Mal.